Alltag auf den Bahnhöfen. Verspätungsansagen. Heute ca. 60 Minuten später und dafür ist eine Reparatur an der Strecke. Wir bitten um Entschuldigung. In Mannheim treffen wir Mandy Brune. Sie ist Zugchefin und in letzter Zeit oft Prellbock für frustrierte, aufgebrachte Fahrgäste. Wenn wir dann angegriffen werden, beleidigt werden, tätlich angegriffen werden, was auch eigentlich täglich vorkommt, das ist schon schwierig. Wir wollen alle Fahrgäste zum Ziel bringen. Wir versuchen unser Möglichstes, aber wenn die Technik nicht mitspielt, wird es halt schwierig. Verspätungen, verpasste Anschlüsse und dann noch zu wenig Personal. Das kostet Nerven, meint sie. Dadurch, dass wir weniger Leute haben, sind die, die noch da sind, ich und meine Kollegen. Wir müssen die Arbeit für 2, 3 Kollegen erledigen, wodurch man natürlich ganz schnell total überlastet und überfordert ist. Und das ist momentan ein riesengroßes Problem bei vielen von uns, dass wir einfach nicht mehr können. In Ulm treffen wir Thomas Beger. Als Lokführer fährt er auf Regionalzügen. Eine Zugchefin wie Mandy Erbe hat er dort nicht. Er muss die Verspätungen persönlich durchsagen. Wenn Sie so einen Zug mit 300 Leuten haben und sollen dann sagen, der Zug endet hier, weil es geht vorne nie weiter, ist das natürlich eine belastende Sache. Wir sind praktisch die Einzigen, die noch da sind und die ansprechen, warten wir für alle. Und dann sollen wir Informationen liefern oder Auskünfte geben, die uns teilweise selber nicht zur Verfügung stehen, wo wir dann auch sagen müssen, tut uns leid. Die vielen Störungen an Zügen und auf den Gleisen brächten den Betriebsablauf völlig durcheinander, erklärt er. Es sei vieles so unplanbar geworden. Man lässt ja viel außer Acht, dass ein Mensch nur bestimmt belastbar ist. Das ist sehr unterschiedlich mit dem, was man umgeht. Und die Frage der Erholung einfach überhaupt nie betrachtet wird. Also man geht hier nur auf Effizienz und man verschleißt im Prinzip dann die Leute, die da sind. Ihr mieses Image habe die Bahn ja schon weg, meint Mandy Erbe in Mannheim. Auf Social-Media-Kanälen werden solche Bahnansagen tausendfach geklickt. Um Ihren Zug um 11.53 Uhr nach Berlin auf Gleis 19, machen Sie sich bitte keine Gedanken. Den werden Sie auf jeden Fall erreichen, da sich sowohl das Zugteam als auch die Zugchefin bei uns im Zug befinden. Ja, das hätte auch von mir kommen können. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Ja, weil der nächste Zug, der Anschlusszug, musste leider warten, weil er aufs Zugbegleitpersonal wartet. Und das bin ich gewesen. Zu all dem Unmut der Fahrgäste, erzählt sie, komme eben noch, dass sie einfach zu wenig Leute seien. Die Eisenbahn erzählt, wir wollen die Leute auf die Schiene bringen. Toll. Wir wollen noch mehr Züge fahren lassen. Toll. Wer soll die Züge fahren? Ich kann nur auf einem Zug sein. Ich kann nicht auf 2 Zügen gleichzeitig sein. Und da muss das, glaube ich, noch ein bisschen attraktiver gemacht werden. Sagt eine Zugchefin, die ihren Job wirklich liebt. Und wie so oft, ihre Bahn hat auch Verspätung. Ganze 60 Minuten.